Ein neues Event, neue Waffen, neue Mechaniken, eventuell sogar eine neue Map. All das kommt jetzt in Season 3 Reloaded mit Season Patch für DMZ, dem Extraction Loot Shooter Modus von Call of Duty. Was so krass ist, weil wir bereits zu Season 3 so viel bekommen haben. Das Spiel hat ja nochmal gewaltig an Tiefe gewonnen und viel Content dazu bekommen. Das ist ein ganz neues Spiel seit Season 3. Und jetzt nochmal mit Season nochmal Content. Und wir haben schon Leaks für Season 4. Also ganz ruhig, gucken wir erstmal, was in Reloaded jetzt alles angekündigt wurde. Fangen wir zuerst mal mit dem Event an, das vermutet wurde. Und zwar ist im Season 3 in den Patch Notes ein Sandsturm sozusagen so ein bisschen angeteasert worden. Es gab sehr, sehr viele Hinweise, unter anderem dieses Bild hier, wo man diesen Sandsturm sieht. Wenn ihr auf Al-Masra einmal durch die Gegend schaut, dann werdet ihr auch im Hintergrund diesen Sandsturm sehen. Und die Vermutung war, dass das Event mit Season Patch ein Sandsturm sein könnte, in dessen Zentrum sich irgendein Geheimnis befindet. Dieser Sandsturm steht immer noch aus, also es könnte immer noch sein, dass so ein Event kommt. Allerdings wissen wir jetzt von einem anderen Event, und zwar geht es hier um ein Waffentarn-Event. Also ich finde es ziemlich cool, dass anscheinend immer wieder so Events mit reinkommen. Zwei Tarnungen, die man freischalten kann, die sogenannte Trophy Hunt Camo Challenge. Und hier einmal die Übersicht, was man alles machen muss. Ziemlich einfach, genau wie in Mid-Season 2 muss man hier eben einige Challenges machen und bekommt dann eine Camo für jede Waffengattung und dann nochmal eine Waffentarnung für alle Waffen insgesamt, was ziemlich cool ist. So viel erstmal zum Event. Wir sind noch sehr gespannt, was kommen wird, ob der Sandsturm vielleicht doch kommen wird als größeres Ereignis. Aber jetzt zuerst mal das Allerwichtigste, und zwar die neue Map. Ja, hier müssen wir vorsichtig sein, und zwar wissen wir nicht genau, ob es sich um eine neue Map handelt. Wir reden hier von einem Koh-Shai-Komplex, und das wurde angekündigt als neue Exclusion Zone unter Al-Masra im Untergrund. Das wurde schon vorher ein bisschen angeteasert. Es gibt verschiedene Eingänge zu diesem Komplex. Allerdings ist nicht ganz klar, ob es sozusagen diese Eingänge gibt, um direkt auf diese neuen Map, auf diese neue Map zu kommen, oder ob man über diese Eingänge sozusagen einen Zugang bekommt, um dann separat auf eine neue Map zu laden. Jedenfalls wird hier geredet von einem High-Risk-High-Reward-System, also ähnlich wie in Gebäude 21, extrem starke Gegner. Das Ganze ist dunkel, relativ dunkel. Man braucht wohl Lampen, um sich da umzusehen. Das heißt, so ein bisschen Horror-Feeling kommt vielleicht auf. Sehr, 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 sehr cool. Und es wird Nachtsichtgeräte geben. Und in der Beschreibung steht jetzt, dass diese Nachtsichtgeräte eher nicht mit reingenommen werden. Das heißt, das spricht auch eher dafür, dass es nicht ein Teil von Al-Masra, sondern vielleicht ein separat zu ladender Bereich sein könnte, weil man, so wie man es rausliest, diese Nachtsichtgeräte nicht unbedingt mit rausnehmen und dann wieder mit reinnehmen kann. Aber da werden wir sehen, wie sich das genau verhält. Aber es gibt auf jeden Fall in diesem Bereich Nachtsichtgeräte. Möglicherweise bekommt man die dann beim Laden in die Map. Wir werden sehen, wie es dann genau sein wird. Und möglicherweise gibt es eben auch einen neuen Boss in diesem Bereich. Koh-Shai wurde übersetzt als eine russische Figur. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, also wir werden abwarten, was dann noch die genauen Patchnotes sagen, aber möglicherweise ein neuer Boss mit einem Waffenkoffer, und auch da spricht das so ein bisschen dagegen, dass das wirklich ein direkter Teil von Al-Masra ist, weil wir dann einen weiteren Boss hätten. Wir haben auf Al-Masra bereits sehr, sehr viele Bosse. Außerdem, wie gesagt, Einheiten extrem stark. Es heißt, es sind die stärksten Einheiten außerhalb von Gebäude 21, und ja, da wissen wir natürlich, wie der Hase läuft. Was sie auch sagen ist, dass es keine weiteren Informationen geben wird, also möglicherweise kriegen wir in den Patch Notes gar keine mehr tieferen Infos zu diesem Koh-Shai-Komplex. Die scheinen das ein bisschen geheimer halten zu wollen, wie letztes Mal übrigens auch, was ich persönlich sehr, sehr geil finde. Also dass sie wirklich selber herausfinden müssen, jedes Mal wieder aufs Neue, worum geht es, worum handelt es sich, wie kann man das machen, was gibt es da alles zu sehen und so weiter und so fort. Finde ich persönlich sehr, sehr geil, und ich freue mich sehr, 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 sehr auf diesen neuen Bereich, beziehungsweise auf diese neue Map. Und an dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis: Wir haben ja diesen Leak gehabt von der sogenannten Delta-Map, und dieser Koh-Shai-Komplex, von dem wir hier reden, der kommen wird in Mid-Season 3, ist nicht die geleakte Delta-Map. Also Delta ist momentan laut Spielerdateien eher eine Map, die bereits drin ist, aber für Season 4 anscheinend geplant ist und definitiv eine DMZ-Map sein wird. Unter anderem vielleicht auch Multiplayer oder Warzone werden es sehen, aber auf jeden Fall auch DMZ, und sie ist für Season 4 geplant. Das heißt, mit diesem neuen Bereich jetzt kommt in Season 4 nochmal eine neue Map. Also da geht's, wie gesagt, Schlag auf Schlag. Eine News klauen wir noch aus dem Battle Royale, und zwar die Deployable Buy Station. Also wir können jetzt so eine Buy Station sozusagen mobil aufbauen im Battle Royale, und das wird auch in DMZ-Modus gehen. Also die anderen Dinge, die neu dazukommen für Battle Royale, die sind wirklich exklusiv, aber diese Buy Station gibt's auch in DMZ. Das heißt, wir können hier ungesehen vom Gegner
eine Buystation aufbauen. Mal gucken, ob da auch eine Werkbank dabei sein wird. Davon wurde jetzt nichts gesagt. Möglicherweise ist es ein Kombi. Aber auf jeden Fall die Buystation. Was natürlich sehr, sehr geil ist, weil wir dadurch zum Beispiel, wenn wir genug Geld haben, die Buystation platzieren, einen privaten Exit holen können und dann nochmal sicherer sind, noch weniger weggesnappt werden können von anderen Spielern, die vielleicht gerade eine Buystation ebenfalls besuchen oder überwachen oder auf dem Weg dahin sind oder abscannen. Also das ist auch sehr, sehr interessant und sorgt für noch mehr Freiheit des einzelnen Spielers. Neue Waffen sind angekündigt und zwar insgesamt 3 Stück. Wir haben einmal die sogenannte F-Tech Siege Handgun. Das ist sozusagen eine Pistole im SMG-Format. Absolutes Metapotenzial. Das heißt, momentan ist sie nur einzeln führbar. Sie könnte aber bald im Akimbo-Modus zu führen sein. Und dann, also das Ding könnte wirklich extrem stark werden. Viele Leute werden jetzt sicher in den Multiplayer reinrennen und die so schnell wie möglich leveln und alles freischalten. Und zwar braucht man 50 Abschüsse aus der Hüfte mit einer Pistole, also ziemlich einfach zu machen. Und dann hat man diese Waffe freigeschaltet und sie lässt sich ebenfalls gut modden. Es wird von einem Drum Mag erzählt, also großes Magazin. Man kann sie mehr auf Reichweite modden, mehr auf Kurzdistanz und so weiter. Also möglicherweise sehen wir in Zukunft wieder mehr Pistolen als Shotguns. Da bin ich auch mal sehr gespannt, denn wir haben direkt die zweite Pistole. Und das ist die vollautomatische Deagle. Nennt sich GS Magna. Und zwar ist das eine Full-Auto-Deagle. Freischalten tut man sie mit 30 Deagle-Headshots. Das heißt, man nimmt die alte Deagle, die jeder von euch hat. Und ihr macht damit 30 Headshots auf Spieler. Und habt dann die Full-Auto-Deagle freigeschaltet. Und diese Full-Auto-Deagle, die gibt es jetzt schon im Akimbo-Modus. Also wenn ihr sie hochlevelt, dann könnt ihr sie Akimbo spielen. Also doppelt geführt sozusagen. Allerdings, jeder, der Deagle mal gespielt hat, der weiß, wie krass das Recoil-Verhalten ist von der Deagle. Und in meinem Kimbo-Modus wird die so unendlich krass sein, also der Recoil wird so krass sein, dass das auf jeden Fall sehr, sehr schwer zu beherrschen sein wird. Muss auch so sein, weil ihr wisst, die Deagle hat auch eine extreme Durchschlagskraft und ansonsten wäre das Ding auch viel zu OP. Also, extremes Recoil, aber wer damit umgeht, der hat damit vielleicht in Zukunft auch eine sehr, 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 sehr starke Combo. Die dritte Waffe ist der Wurfstern und diesen Wurfstern gab es kurz im Resurgence-Modus. Mittlerweile ist er jetzt, kommt der Wurfstern wieder und wurde ein bisschen überarbeitet. Und zwar ist er schneller, man kann den Wurfstern weiterwerfen und man hat auch mehr Wurfsterne in der Tasche als Wurfmesser. Da bin ich mal gespannt, wie viele Wurfmesser wir dann in unserer Tasche haben werden. Ist ziemlich cool, mit 2 Wurfsternen killt man den Gegner. Und ein Wurfstern auf dem Kopf ist ein One-Shot. Wenn man jetzt den Gegner in der Brust trifft, dann wird eine Wunde hinterlassen und die sorgt dafür, dass der zweite Hit leichter werden soll. Also sozusagen mit einem Wurfstern anhitten, der Gegner ist verwundet und dadurch wird der zweite Hit dann einfacher. Also sehr, sehr interessant und freischalten tut man diesen Wurfstern, indem man 50 Wurfmesser-Kills machen wird. Also viel Spaß damit. Ich muss sagen, ich habe sehr wenig Wurfmesser-Kills bis jetzt. Also das muss ich mir auf jeden Fall antun. Also ich werde den Wurfstern auf jeden Fall freischalten. Und was halt sehr interessant ist, ob man da vielleicht so eine Stealth-Kombi spielen kann mit diesem Wurfstern. Ich glaube, darauf zieht das Ganze auch so ein bisschen ab für so ein Ninja-Build. Also da bin ich auch mal gespannt, wie sich das dann wirklich spielen lässt. An dieser Stelle noch ein kleines Dankeschön an die Kanalmitglieder. Vielen Dank, dass ihr den Kanal besonders unterstützt. Und wenn euch dieser Content gefällt, freuen wir uns sehr auf ein Abo und ein Like. Das hilft unserer Arbeit wirklich sehr. Ein Wort jetzt erstmal zu der Map. Also sehr, sehr spannend. Also das ist wirklich geil. Also ich bin gespannt, was auf uns zukommen wird. Und ganz, ganz wichtig, wir haben bereits eine Nachtmap in Season 3 bekommen. Es wurde ja schon gesagt, so, das könnte so ein Test sein für DMZ, weil wir wissen, dass in DMZ der Tag-Nacht-Wechsel geplant ist. Also wir bekommen ein dynamisches Wetter. Das hat Activision bestätigt, dass es in Entwicklung ist. Und möglicherweise kriegen wir noch diesen Sandsturm und möglicherweise ist das Ganze im Zusammenspiel sozusagen die Einführung des dynamischen Wetters. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil es so viel auf einmal wäre, auch mit der ganzen Neuerung in Season 3, das wäre wirklich krass viel. Aber Hinterkopf behalten, dynamisches Wetter ist geplant, es wird kommen und wer weiß, vielleicht kriegen wir das schon in Season 3 mit Season Reloaded. Jetzt nicht direkt nur mit DMZ im Zusammenhang, aber trotzdem ganz erwähnenswert. Einige Bundles wurden gezeigt und 2 davon möchte ich ganz schnell zeigen. Und hier dieses Wrath-Bundle hat sich irgendwie, ich weiß nicht, es sieht so krass aus. Könnte auch so ein Hinweis darauf sein, was uns vielleicht unten in diesem Untergrund erwartet. Das Ganze sieht schon ziemlich düster aus und könnte eventuell zeigen, in welche Richtung das Ganze gehen wird in diesem neuen Bereich. Und das zweite Pack ist das Red Pack. Also ja, auch hier was ziemlich krasses, eine Ratte. Also komplett wild.
Das sind, die habe ich jetzt hier zeigen wollen, weil die einfach so besonders sind, so ein bisschen herausstechen von der Masse. Und auch da bin ich gespannt, was drin sein wird. Außerdem extrem gespannt sind wir auf weitere DMZ-Bundles. Wir hatten ja diese vier Pay-to-Win-Bundles. Und jetzt ist spannend, kommt ein 5., 6., 7., 8. Ich habe noch keine Informationen dazu, keine Leaks. Also da werden wir ganz genau hinschauen, wie sie weiter monetarisieren wollen, um DMZ, ja, dass das auch Kohle reinbringt. Ich hoffe wirklich, dass sie da den richtigen Weg gehen und die Kurve noch kriegen, dass sie nicht in einen Pay-to-Win, ja, ihr wisst, was ich meine. Am Mittwoch ist es soweit, also der 10. Mai, da kommt der Patch, die Server werden wieder kurz runtergefahren, angeblich nur für eine halbe Stunde und dann wird alles spielbar sein. Ich freue mich extrem auf diesen neuen Bereich. Ich hoffe wirklich, dass es eine komplett eigenständige Map ist, wenn es nur ein eigener Bereich ist auf Al-Masra, auch okay, aber ich finde es geil, dass sie wirklich immer weiter für DMZ Sachen bringen. Super, super geil. Das ist übrigens exklusiv, also das scheint wirklich nur für DMZ zu sein und nicht für den Battle Royale Modus. Sehr, sehr geil. Wir werden außerdem vor dem endgültigen Release noch die Patch Notes kriegen. Nächste Woche, sobald ich die habe, haue ich euch gerne sofort die Zusammenfassung raus. Bis dahin, erstmal, ja, wir sehen uns im Livestream. Ansonsten, bis nächste Woche. Ich sage hasta luego und hasta la vista.